So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Grand Warlord hier. Heute für euch ein neues Video, doch zunächst wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen. Und ja, jetzt genießt eure Ferien noch ein Weilchen, ich mach's genauso. Und ja, in dem Sinne starten wir jetzt auch direkt mit dem neuen Video. Und zwar habe ich mir jetzt schon seit längerem mit meinen Kollegen Cembolini und Co. Gedanken über den neuen Zombie-Modus gemacht. Im Januar wird er erscheinen mit dem neuen Map Pack Havoc. Im Jahr wird der Exo-Zombie-Modus released. Und ja, im Laufe der Wochen kamen mir immer mehr Gedanken, ja, was wünschst du dir eigentlich über den Zombie-Modus? Was muss er enthalten, damit er gut wird, damit man ihn lange spielen kann, damit es kein Flop wird? Und ja, ich habe einfach mal die Gedanken festgehalten und möchte heute einfach mal ja ein Video drüber machen, was ich mir persönlich drüber wünsche, damit der Zombie-Modus gut wird. Und fangen wir jetzt einfach direkt mal mit dem ersten Punkt an, und zwar die Karte. Ich finde die Zombie-Karte, es wird jetzt wahrscheinlich nur eine mit dem ersten DLC rauskommen. Alles, ja, beziehungsweise mehrere Karten wären natürlich top, glaube ich aber persönlich nicht. Und ja, die Karte sollte meiner Meinung nach schon etwas größer sein. Ich denke, alle Zombie-Karten aus Black Ops-Teilen waren eigentlich relativ groß. Black Ops 2 jedenfalls, und das hoffe ich mir auch wirklich in Advanced Warfare, dass die Karte groß sein wird, kreativ designt, dass es vielleicht auch ein paar versteckte Sachen gibt, und zwar, das finde ich auch wirklich sehr, sehr wichtig, Stichwort Easter Eggs. Easter Eggs waren für mich persönlich immer ja, der Haupt, beziehungsweise ja, so ein die Motivation, die Karten zu spielen in Origins, ich kann mich noch ans Easter Egg erinnern, das war wirklich richtig, richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Man musste wirklich erst die kleineren Aufgaben erledigen, die Sterbe bauen, Napalmaffen bauen und. Und ich finde, das war wirklich eine super Challenge, beziehungsweise ja, eine tolle Herausforderung in der Karte, weil sonst fehlt mir irgendwie ab und zu mal ein bisschen die Motivation, wenn ich nicht auf Highground spiele, mir selbst keine Herausforderung stelle. Und das finde ich wirklich ja mit schon das Allerwichtigste. Und wo wir gerade beim Thema sind, finde ich auch sehr wichtig, dass die Easter Eggs jetzt nicht, beziehungsweise dass die Easter Eggs, die müssen meiner Meinung nach, beziehungsweise sollten schwer sein, denn leichte Easter Eggs, jetzt übertrieben gesagt, nur drei Teddys finden und aktivieren, was ja eigentlich kein Easter Egg ist, das wo jeder Dödel schafft, finde ich nicht so cool. Ich will wirklich, dass sie ja schwer sind, damit man sich auch ja nicht auf erste und nicht direkt in der ersten Runde schafft und damit es auch vor allem nicht jeder schafft. Das finde ich ja ziemlich, ja, so ein wirklich so ein Ansporn, weil wenn es jeder schafft, dann ist ja im Prinzip nichts Besonderes. Und deshalb hoffe ich mir einfach, dass es schwer wird. Nächster Punkt, Story. Ich hoffe wirklich auch, dass der Zombie-Modus eine eigene Story haben wird. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, weil die haben ja schon viel mit der Kampagne verknüpft, mit dem Manticore-Virus, der ausgebrochen ist, sich auf der Welt verbreitet. Und das haben sie ja auch im Prinzip schon im Teaser-Trailer angekündigt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher wirklich, dass er eine gute Story dahinter steckt und ja nicht so ein Larifari-Ding, sage ich jetzt mal, wie in Extinction. Das fand ich jetzt nicht so spannend. Und ja, passend zur Story sollten auch die Charaktere sein, die wurden ja auch schon im Trailer vorgestellt. Und ich hoffe auch, dass die wirklich ja mit der Story verbunden sind, dass die irgendwas damals ausgelöst haben, vielleicht irgendwie mitschuld sind, dass der Manticore-Virus ausgebrochen ist. Bis jetzt sind es ja nur diese Real-Life-Personen, die vorgestellt wurden, Bill Paxton und, aber vielleicht werden die ja auch irgendwie in die Story verwickelt, in die Geschichte mit einbezogen, was ich wirklich auch sehr, sehr cool finden würde. Ich finde es ja jetzt eh schon cool, dass ein Walking Dead Hauptdarsteller in einem Zombie-Spiel mitmacht. Das finde ich auch wirklich schon gute Idee, wirklich super Sache, jetzt muss es halt nur noch richtig umgesetzt werden. Ja, und ich denke mal, wenn alle diese Kriterien eingehalten werden, beziehungsweise erfüllt werden, kann das Spiel definitiv, beziehungsweise der Modus wirklich richtig gut werden, und das würde mich auch freuen. Und ich glaube, in dem Sinne können wir jetzt erstmal auch noch beziehungsweise nur abwarten, was rauskommt. Wir können jetzt noch nicht vorurteilen, ah, das wird eh nichts, weil es nicht von Treyarch ist. Ich denke, das kann man noch nicht machen, weil einfach Sledgehammer Games noch nie einen Zombie-Modus rausgebracht hat, und von dem her müssen wir jetzt einfach uns einfach mal überraschen lassen. Was wir aber machen können, was ihr machen könnt, ist, schreibt mir eure Wünsche in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Was wünscht ihr euch? Was muss eurer Meinung nach der Zombie-Modus enthalten, damit der gut wird? Würde mich wirklich interessieren, über Kommentare freue ich mich, und ja, erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt, und ja, in dem Sinne, das Video war's, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis bald, euer Grand Warlord.